So, jetzt müssen wir hier aufräumen. Jetzt müssen wir Weinflaschen zerstören. Jetzt, wo Ruhe ist. Wie das ganze Regal. Sehr schön. Oh, schade, die Fässer können wir nicht anschießen. Ihren Weinvorrat vernichten. Das ist die größte Strafe nicht für die. Nicht der Wein! Da drüben stand noch welche. Ein paar Schussübungen. Verdammt. Hätte ich meine andere Waffe mitgenommen, hätte ich hier wohl nicht reinhalten können. Das sind Schränke leer räumen können. So, jetzt komm endlich. Meinst du, wir haben genügend Wein zerstört? Ich glaube, das ist jetzt eigentlich die Sequenz, in der erst geschossen wird. Okay. Achso, ich bin ich habe die ganze Zeit mit dir gefeuert. Das hast dich schon gewundert, warum du plötzlich so gut bist. Zwei gegen einen. Wir stehen direkt vor der Deckung. Warte, schieß den da oben ab. Ich hab den da oben. Ich hab den da hinten und da oben ist noch einer. Warte, hier ist noch einer, warte, lass mich den. Okay, den da hinten will ich cool ausschalten. Den hab ich hier. Direkt vor der Schnauze. Habe ich keine Munition mehr oder was? Hey! Oh, den habe ich nur ohnmächtig geschlagen? Kann die Leichen nicht töten. Nee, man kann nicht auf Leichen schießen. Warum auch immer. Verdammte Zensierung! Mehr Alkohol! Alkohol vernichten! Und hier mit dem Alkohol. Der Überraschungseffekt ist jetzt vergebens. Die haben uns gehört. Wer weiß, vielleicht denkt die, es ist Feuerwerk. Das kann natürlich sein. Schön, wie die Flaschen sich auflösen, bis halt einfach leer ist dann. Ja. Wenn du es halt leer räumen kannst. Sollen schön nichts zu trinken haben. Sollen verdursten. Ja, vielleicht sind wir auf kurze Sicht ziemlich dumm, aber auf lange Sicht gesehen haben wir Erfolg. Wir haben den Getränkevorrat vernichtet. Wir können sie belagern und dann haben sie nichts mehr zu trinken. Wie in der guten alten Zeit. 1430. Ach ja, damals. Ja, ich erinnere mich noch. Das waren noch so. Richtige Kriege. Die Getränke sind leer. Nein. Sind noch Getränke? Jetzt ist leer. Gut, gehen wir weiter. Oh, ich kann die Stühle bewegen. Mal, kann die Stühle drehen. Das sind halt so unnötige Funktionen. Ja. Och, Mensch. Modi, ich kann nicht schwimmen gehen. Ich auch nicht. Das ist ja schade. Mist. Also gut, große Tür. Modi. Was? Was zum Henker? Aber ich schwimme sofort wieder raus.
Dann bleib nicht drin, fliegt einfach wieder raus. Synchronspringen. Können wir gleichzeitig ins Wasser? Stell dich mal hinten. Warte. Ich kann auf dich schießen, während du springst. Jetzt los. Nee, können wir nicht. Okay, keine Dialoge mehr, das heißt Tür. Wir sind feucht. Auf geht's. Das war sehr gut. Oh, ein Museum, oder? Ist jetzt muss das vertrieben. Okay, hat einen Raketenwerfer. Granatwerfer. Let's go. Erstmal die Vasen zerstören. Die teure Ming-Vasen. Ich zerstöre mal seine Vasen. Währenddessen erschieße ich Kniescheiben. Okay, Weg ist frei. Da oben ist noch einer. Oben sind mehrere. Hey, verdammt. Du bist tot. Es waren zu viele Schüsse und zu wenig Zeit. Erst die Ming-Vasen zerstören. Nein, jetzt hör auf mit den Vasen. Du bist schon wieder tot. Ja, weil du aufhören sollst, die Vasen zu erschießen. Das können wir danach machen. Ich bin nicht beim Vasen schießen zu stören. Zu stürmen. Ich rolle hier durch. Ich rolle durch. Oh nein. Bin fast tot. Schieß von der anderen Seite. Na, den einen habe ich. Den einen habe ich. Ja, den einen hatte ich. Okay, vielleicht sollten wir einfach kontrolliert vorgehen. Erstmal hinten. Ach, wegräumen. Und dann zusammen vor. Vorne aufräumen und dann gemeinsam zurück. Okay. Okay. Taktisches Sterben. Au. Geht nicht, die Gegner respawnen leider. Steh doch nicht im offenen Feld. Den hab ich. Oh Scheiße. Ich hätte eine Granate getroffen. Ich hab den oben. Sehe hier nichts. Hab ich gar keinen. Den habe ich in den Arsch geschossen. Einen. Ja, Weg ist frei nach oben. Halbwegs. Nein, da ist doch einer. Nicht mehr. Hat er gerade Endlevel gesagt? Daneben. Schieß mit deiner Waffe. Nein, das war ich. Don't even think about it. Slide it over. All right. Wollen wir schießen? Ja. Vincent nähert sich Neo, konfrontiert ihn. Wie wär's mit ihm mal schießen? Ja, aber ich will's von der Nähe machen. Ah, von mir aus. Ich habe halt das Gefühl, dass das keine gute Idee ist, aber wer weiß. Ich mit der Waffe, wo wahrscheinlich keine Munition drin ist. Hast du mal überprüft, ob da Munition drin ist? Nein, hast du nicht.
war absolut nicht klar, ob da. Du bist was von tot. Shut the fuck up. One more word from you and I'll put a bullet in your face. Wait, wait, wait. Leo. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Come on. Get up. Go. Erschießen wir ihn und holen uns die Diamanten? Ich weiß es nicht. Ah. Ist bestimmt eine Falle. Da ist eine Waffe dran. Wie du nicht siehst. Das war so klar. Let him go, Harvey. Ist klar, dass ich schieße? Put the fucking gun down. There's no way out of this. Fuck you. You think you can come into my house? Weißt du, es mir scheißegal ist, ob ich dich treffe oder nicht. Ey, du musst dich durch mal ein bisschen zur Seite bewegen. Ich kann nicht auf dich schießen. Put it down now. I will. Kann ich schießen? Ja, Moment, gleich kannst du. Du wirst ja erschossen. Jetzt schieß! Ich kann nicht. Na, ich hab geschossen. In den Hals. Ah, das ist blutig. Voll in die Fresse. Und zwar immer und immer wieder. Ich hab ihm noch in die Eier geschossen. Ich hab ihm noch ein paar Mal in die Eier geschossen. Du hast ihm in die Eier geschossen, ich hab ihm einfach das Gesicht zerfetzt. Yep. Oh, der schöne Pool. Ist jetzt voller Scheiße. Der Blutfleck bei den Eiern. Ah, das ist brutal. Oh, ein Torräder. Jawohl. Damn! Leo, get on the bike! Auf geht's. Motorradrennen-Level. Nice. Wir sind immer gut. Let's go. Oder Zwischensequenz. Mal schauen. Level 100%. Shit! Just keep going! We gotta find Emily! Should be this way! Focus on the climbing, Vincent! They're shooting at us! Shit! Okay. Bremsen, beschleunigen. Bremsen. Ach, wieso? Wer braucht Bremsen? Exakt. Immer schön den Haken fahren, dann treffen sie einen nicht. Hast von den Häschen gelernt. Oha. Also ich wurde noch nicht getroffen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, so meh. Im Rücken habe ich keinen mehr. Also mich hat noch nicht einer getroffen. noch nicht ein Schuss. Ja, ich habe dafür die Action hier. Außerdem schießen die auch nur auf mich, gefühlt. Ne, auf mich schießen die auch, aber die sind halt Sturmtruppler. Ja, und sonst so. Bin gerade einen Berg hochgefahren, aber sonst ganz entspannt hier bei mir. Hab grad in den Büschen geparkt. Kurz eine kleine Fachschnaufpause. Ich hab hier übrigens die Action-Szenen. Ah, da bist du. Hey! Voll chillig hier. Ah, jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich bin wieder zurückgefahren oder was ist das hier? Ich weiß es nicht. Hey. Ich bin auch gleich fast. Ich bin fast tot. What? Was passiert hier? Sprungsequenz. Oh, nice! Okay. Episch. Cool. Sehr episch. Wir beide untereinander. Du unter mir und ich über dir. Ich bin jetzt im Sumpf. Ja, ich bin auch auf der Straße. Ich springe hier über Felsen. Fahr durch den Sumpf durch. Hey!
bin tot. Oder? Versuch zu entkommen. Gerettet haben. Oh nein. Bin die Baumwurzeln gefahren. Bin schon durch den Sumpf. Bin jetzt am Ende vom Sumpf. Ich bin am Strand. Ja. Ich hab's gleich. Ich bin die Route oben. Ey! Oha. Ich fahr hier am Strand. Ich fahr unten Mario Kart. Ich weiß, ich bin direkt hinter dir. Diese Mario Kart Strecke hier, da gab's noch eine, wo der am Strand ist. Es ist der Cheap Cheap Strand, verdammt. Yep. Oder der Peach Beach. Hast du mich gerade gerammt? Nö. Glaube nicht. Ich bin immer fast tot. Das passiert bei Granaten. Ja. Aber noch lebe ich. Hier unten, hier im Unterholz ist es ziemlich friedlich. Und ich bin im Grunde nur noch ein Kopf auf einem Skelett. Ich bin noch hier, keine Angst. Ich fahre noch weiter durchs Dickicht. Fang mich hier im Busch. Cool, ich bräuchte mal deine Hilfe. Oder nein? Ah doch, da bin ich. Ich komme dir zur Hilfe. Steig auf. Jetzt fahren wir gemeinsam. Du schießt, ich fahre. In Zeitlupe. Ich fahre durchs Gebüsch. Und durchs Gebüsch. Wo fahren wir lang? Hier ist eine Wüste. Ah, das ist Flugzeug. Wir haben es gleich. Wir müssen, glaube ich, rechts dran. Nein! Wir haben es gleich. Und rein hier. Fantastisch. Yo, das ist ziemlich cool. Nicht das Motorrad. Ich dachte eigentlich, einer von uns bringt den anderen um. You okay? Yeah. Ich dachte, ich nehme das Motorrad mit. Hey Emily, great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. Hast du den Diamanten noch? Ich weiß es nicht. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. Ich hab dich ja wohl gerettet. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hast du den Diamanten? You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way. Du spielst pen and paper. You got anything better to do? Das wär's. Not really. Einfach nur dann spielen. Eine Runde pen and paper im Spiel. Ich meine, viel Gewinn hatten wir schon. Ja. Ich glaube, wir sind durch, oder? Oder kommt jetzt noch was? Da kommt noch was. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es. Kommt noch einiges. Banküberfall oder was? Da kommt noch einiges. Ja, das weiß ich halt nicht. Es wirkt sehr endemäßig. Wirst schon gleich sehen. Du hast den Diamanten, oder? Ich weiß es nicht. Ich vermute nein. Wir sollten landen in 10 Minuten. Okay. Mit den Dingen nehme ich gerne abnehmen. Sleeping. Von mir aus. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Lass dich sehen, warum ich das wollte. Leo, what? Yeah. We there yet? Yeah. Tja, scheiße.
Einfach New Game Plus jetzt. Genau dasselbe nochmal. Müssen nochmal ausbrechen. Ja, vermutlich. Everybody stand down. Oh nein, ich glaube gleich vom Batman. Beinahe. Fast. Ich meine, was macht der Bart? Das ist ein Batman, kommt bestimmt gleich. Ein schlechter Mann. Pass auf. Ah, ich hatte den Diamant. Here you go. Good job, Vincent. Oh! I'm sorry, Leo. Ich hab den richtigen Charakter. Du Arsch. Ich wusste, dass das passiert. Daran erinnere ich mich noch. Yep. Du Arschloch, hast uns verraten. Ich wusste, einer von beiden ist der Verräter. Ich wusste nur nicht mehr welcher. Und zwar du. Mit 31er hier. Das wusste ich halt nicht mehr. Ich meine, ich bin davon ausgegangen, aber... Außerdem sieh das einfach als Rache für das physikzerstörende Vier gewinnt. Du hast zu oft gewonnen. It's all there. Count it. Ein Trick hier, Bude, bist du. Und meine Tarnung war wirklich, dass ich mehr als nur den üblichen Polizistenschnäuzer trage. Wirklich. Deine Tarnung war, dass du eingeliefert wurdest ins Gefängnis. An der Stelle hätte man es eigentlich schon sehen müssen. Das ist. Der Typ wird ins Gefängnis reingebracht und befreundet sich mit dem zufällig, der zufälligerweise auf den Vor allem, guck dir das an, jeder Polizist hat einen fucking fetten Schnäuzer. Ja. Jeder. Immer. Man hätte es wissen müssen. Ja. Wobei, man muss sagen, die Tarnung war einfach zu gut. Ich habe keine Chance gehabt, mich zu rasieren, sonst hättest du es direkt erkannt. Ja. Einfach das Erkennungszeichen eines Polizisten. Du warst die ganze Zeit ein dreckiger Bulle. Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary, stay with me. Please. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Vincent? Hockey? Vincent ist ein ziemliches Problem, wenn ich rauskomme. What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Well, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. An alter Feind. He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way.
Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Ach, das ist eine Rückblende. Gary was my brother. Ja, klar. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. Der einzige Weg, mich zu kriegen, ist, dich in der Zelle nämlich zu sperren. You're under arrest, Leo. It's over. Irgendwie hat's geklappt. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Ich hab einen Polizisten als Geisel. Ja. Take it easy, Leo. Shut up! Wir steigen jetzt in die Polizeiwagen und fahren los. You don't have to do this. You're gonna pay for this. Get in the fucking car. Bist jetzt meine Geißel. Go! I fucking trusted you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down? Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. Fahr nicht gegen die Wand. Komm schon, das ist Wahnsinn. But you got to realize that it's over, okay? Bring uns beide um. You have nothing to say to me. You're nothing to me. I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? Ah, schade, ich wollte noch das Polizeiauto rammen. Wir bauen jetzt gleich einen riesigen Unfall. Da gehen wir beide drauf. Oder auch nicht. Nein. Der ist besser. Ich erschieß dich noch. Ich glaube nicht. Ah. Wenn, dann gehen wir beide drauf. Oder die Version, wir bauen beide einen Unfall. Was ich hier vorhatte. Wäre du erschießt mich auch ein Ende gewesen? Ich weiß nicht. Ich weiß halt echt nicht, weil ich kenne das Spiel nicht. Ich hab ein Boot. Damn it, come on. Das ist gut, du bist scheiße in diesem Minispiel. Verdammt. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Mist. Bist du an Bord? Oh, ich werde dich so fertig machen. Das werden wir sehen. Ach du Scheiße. Jetzt, wo ich das. Sehe? Lass mich einfach mal raten. Ich glaube, ich weiß, wer bei dem Gronkles Play damals wen gespielt hat. Ich glaube, ich spiele Funk gerade, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist schlecht. Ich kann jetzt irgendwie gar nicht ausweichen. Ja, das ist schlecht und ich bin leider ein sehr guter Shooter-Spieler. Ich mein, kann Schlängelinien fahren. Oder so, aber... Oh, bitte. Ich glaube vielleicht gegen NPCs. Kann auch noch kritisch. Kann mich auch selbst zu Schrott fahren. Ich glaube, du bist tot. Noch nicht. Noch bin ich nicht tot. Oh, ich kann noch schießen. Ich habe noch Kugeln im Lauf. So schnell kriegst du mich nicht tot. Glaub mir. Jetzt bin ich hier. Ist das nicht exakt die Szene hier von hier Keanu Reeves hier, wie heißt der Film, wo der das am Hafen dort mit dem ersten Teil von, John Wick, genau, das Finale von John Wick 1 findet auch genauso am Hafen, und einer hat ein Flugzeug, das ist, glaube ich, exakt das Setting. Ich meine, ja, vermutlich ist das eine Anspielung darauf, aber ich habe den Film nie gesehen, deshalb... Das erinnert mich ziemlich stark daran.
Das ist exakt die John Wick-Szenerie. Bloß jetzt nicht mehr, weil das alles am Hafen passiert. Also John Wick erledigt ihn am Hafen.